Das ist die 26-jährige Diana. Diana hat die große Chance, 10.000 Euro zu gewinnen. Dafür muss sie lediglich ein komplettes Wochenende mit einem absolut fremden Mann verbringen und diesen ihren Freunden und der Familie als ihren neuen festen Freund vorstellen. Was Diana nicht ahnt, dieser neue Freund ist auf dem besten Weg, ihr größter Albtraum zu werden. Christian Ullmann ist mein neuer Freund. Diana ist eine attraktive junge Frau und wäre gerne Redakteurin in der Modebranche. Für sie ist diese Fernsehshow ein Experiment und eine echte Herausforderung. Natürlich will sie alles tun, um die 10.000 Euro zu gewinnen, um sich damit ihre Ausbildung zu finanzieren. Das ist Knut, Maler, Musiker, Komiker der alten Schule. Auf seiner Tournee des Lebens hat er schon manche Höhe, aber vor allem alle Tiefen kennengelernt. Doch Knuts unwiderstehlicher Charme und sein Humor lassen Frauenherzen höher schlagen. Ein Mann, dessen ganzes Leben eine Kunst ist. Diana muss nun ein Wochenende lang Freunde und Familie davon überzeugen, dass Knut ihre große Liebe ist. Außerdem ist sie die Einzige, die weiß, dass sie dabei jeden Moment von unseren versteckten Kameras beobachtet wird. Wenn Diana die 10.000 Euro gewinnen möchte, muss sie alles tun, was Knut sagt. Und sie muss jede Minute mitspielen, ob in Gesellschaft oder alleine. Sie kann aber auch jederzeit aufhören und das Spiel beenden. Nur dann gibt es keinen müden Cent. Diana hat keine Ahnung, was im Laufe des Wochenendes alles auf sie zukommen wird und wer ihr neuer Freund ist. Sie weiß nur seinen Namen und dass das Spiel beginnt, sobald sie ihn das erste Mal trifft. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Silke wartet sie zu Hause auf die Ankunft von Knut. Ja, ich war immer auf Tour und hatte nicht viel vor. Und da traf ich eine tolle Frau. Eine, die was kann und ich fühle mich wie ein Mann. Und heute weiß ich ganz genau. Hallo. Diana, ich bin's. Hi. Grüß dich. Hi, willst du? Na, komm du? Hoch. Komm runter, ich bin jetzt in Köln, hab ein paar Sachen dabei. Ja, sollen wir runter, komm. Wir anfangen, hey, na klar, Diana. Okay. Oh, runter. Ist aber kein Deutscher, ne? Hamburg. Norddeutschland. Ach so, das ist ganz so komisch. Das sind Dialekten. Diana singt echt laut. Er ist so geil, er hat immer so geile Ideen. Er ist echt süß. Moin, Diana. Na, wer kommt denn da um die Ecke gestiefelt? Hey. Na, mein Mäuschen. Ich hab's mir schon fast gedacht. Na, du. Wie geht's dir? Hm? Meine kleine Räuberprinzessin. Wow. Ist das toll. Oh, habt ihr einen Hund dabei noch? Ja, das ist die Silke. Du weißt doch, ich weiß schon, dass ich eine Hundeallergie habe, ne? Hast du? Ah, hab ich total vergessen. Und so, da hab ich nicht so mit am Hut. Oh. Knut hat mit Hunden nicht am Hut, sag ich immer. Gut, scheiße Hund. Silke. Hallo. Grüß dich, Silke. Knut. Knut. Hallo, Knut. Ich hab ein paar Sachen dabei, kannst du mir kurz anpacken helfen? Klar. Hier. Da kannst du ja richtig so vorne auf. Da bin ich, Mama, weißt du? Schau dir das mal an hier. Schieß mich tot. Das ist ja regelrecht, ich sag mal, das ist ja ein Palazzo Prozzo hier doch. Und das ist ja scharf gemacht. Jo. Das ist ja Herz. Ach, schau mal, hier einen kleinen Mobile hast du hier. Da? Ja. Ist das Wasser weg? Ja, klar, hab ich das nicht gesagt. Das kann sein, dass du das erwähnt hast. Ja. Oh Mensch, so. Da ist so Platz für zwei drauf, oder? Ja, Logo. Was ist eine Blondine auf dem Wasserbett? Eine Po-Insel. Ich brauche ein Wasserbett zu Hause, danke. Ja, sie hat ein Wasserbett, passt ja. Muss man was brauchen ein bisschen, ne? Ja. Da muss man ein bisschen nachdenken. Ach, ich habe noch ein Geschenk für dich. Ja? Ein Begrüßungsgeschenk, ein kleines. Schön. Warte mal, das muss ich kurz aus dem Auto holen. Okay. Nicht weglaufen. Hast du dir aber lang gelacht?
Alles süß. Also, ja, das ist am Anfang ist es immer ein bisschen komisch, aber es ist total süß. Ja. Auf jeden Fall. Und ich weiß es nicht, ich habe sowas gebraucht. Ja. Deshalb, ja, ich habe mir sowas gedacht und ich wollte dich ein bisschen überraschen. Gedacht, wie kommt sie wohl? Ja, ist dir gelungen. Also, andere Leute reagieren auf den manchmal so, aber das weiß ich nicht. Das ist irgendwie mich verliebt. Das ist echt komisch, ja. Echt? Wahnsinn. Und heute Abend sowas vor? Heute Abend, ja. Was denn? Es kommen noch Freunde von mir. Wohin denn? Zu mir nach Hause. Wie viel Uhr denn? Wir haben gesagt, 20 bis 21 Uhr. Da sind wir längst durch. Da sind wir längst durch. Da sind wir wieder hier, wir fahren nämlich weg. Ui, wohin denn? Ich nehme euch beide mit, ich habe da einen Auftritt. Mm. Progressiv. Und da kommen wir jetzt hin. Und ihr seid beide Backstage und VIP-Tickets. Nee, wie geil. Alles erlaubt. Was? Das ist so klasse mit dem. Das ist nie langweilig. Los, Auftritt, Auftritt! Auftritt, Auftritt! Los! Backstage, VIP-Tickets. Und fahren wir jetzt bingo-bongo-mäßig mit meinem Wagen am besten, ne? Ja. Ich mach mir hier noch mal ein paar Menthol von dir. Ja, klar, den hier. Den hab ich lange nicht mehr gebraucht. Der sonst hier noch Zigarette vorhin. So, ihr Mäuse. Nun guck mich mal nicht da unter Lüstern an, du. Was mache ich nun gar nicht rein? Lüstern? Ja, ich gucke nicht lüstern, das siehst du falsch. Wie du das? Mein Blick? Das ist mein Blick. So gucke ich jeden an. Das ist meiner. Das wollte ich gerade sagen. Ich meine, du bist ja bei deiner Freundin zu Hause, ne? Hör dir den mal an. Nee, Quatsch, mach dir da mal keine Sorgen. Ich habe einen Freund. Und lüstern gucke ich bestimmt nicht mal. Gut, nur dass wir das geklärt haben. Dann mal los! Also ich war geschockt, als er sagte, ich würde ihn lüsternd anschauen, weil ich hätte ihn in jeglicher Art angeschaut, aber nicht lüsternd. Also als er mit dem Auftritt anfing und VIP-Karten etc., da dachte ich eigentlich, nee, muss ich nicht haben, möchte ich auch nicht mit, und habe mir dann auf die Schnelle eigentlich einfallen lassen, dass ich noch was vorhätte, obwohl es gar nicht an dem war. Das also ist Knut, Dianas neuer Freund. Diana hat keine Ahnung, was im Laufe des Wochenendes noch alles auf sie zukommen wird. Sie weiß nur, dass unsere versteckten Kameras immer und überall dabei sind. Auf der gemeinsamen Autofahrt zu Knuts Auftritt lernt sie seine Entertainer-Qualitäten kennen. Ich schütze mich tot hier, ne? Ich sag mal, ja, oh nee, bitte. Mach nur, bitte erst wieder kurz zu. Auf. Nein, bitte mach das Fenster, bitte, weil ich krieg wirklich einen Zug da. Hat man ein Feuer von euch? So, jetzt stehen wir. Jetzt darf ich nochmal aufmachen, ne? Bitte aber nur ganz kurz. Ja, wir stehen ja. Kommt ja kein Wind. Jetzt fahren wir wieder. Machst du kurz zu. Mein armer Hund. Was ist denn der höchste Dom? Der höchste Dom der Welt. Welcher ist das? Der größte, meine ich. Der größte Dom der Welt? Na komm, sag mal hier. Der größte Dom der Welt. Ich sag der Kölner Dom, weil richtig, ich Köln wohne. Der Kölner Dom, 4000 Sitzplätze. Was ist der kleinste Dom der Welt? Der Kondom, ein Stehplatz. Ihr macht mich fertig, ihr beiden. Da sage ich immer, Gott gab den Menschen Intelligenz. Hm. Die Ausnahmen bekamen die Regel. Hm. Oh. Das ist so. Treffen sich zwei Lokführer, ne? Pass auf, die Nummer mache ich auch heute Abend. Hm. Nicht, dass du nochmal lachst, okay? Mach eine Vollbremsung, mach richtig quietschende Reifen und so vor. Ich sag, was ist denn los? Warum musst du eine Vollbremsung machen? Sagt der andere Lokführer. Ich dachte, da lag eine Frau, eine nackte Frau auf den Gleisen. Warum musst du eine Vollbremsung machen? Oh Gott, und dann? Doch ja, da bin ich ausgestiegen. Und da haben wir erstmal ganz herrlich miteinander geschlafen, die Frau und ich. Da dachte ich, oh Gott, du bist ja ein Klapskali. Legst dich ja nackt auf die Gleise, Vollbremsung und schläfst gleich mit dir. Du, das war ja ganz ordentlich. Hat sie dir dann auch einen geblasen? Da sagt er, nee, den Kopf habe ich nicht mehr gefunden. Da schießt ihr euch weg, ne? Dicke, da schießt ihr euch weg. Ich kraue mir schön mal. Oh, guck die Säge. Hier schon wieder, da lehnt sie sich an mir an. Säge. Ich bin mir durchaus bewusst, wie ich auf Frauen wirke. Aber du überstrapazierst das gerade ein bisschen. Das sage ich dir mal ganz, ganz offen. Machst du bitte das Fenster wieder zu, weil das ist wirklich die Zugluft. Ich habe da wirklich Angst. Lesbisch und ein bisschen schwul. Lesbisch und ein bisschen schwul. Wir bumsen hier, wir bumsen da, wir bumsen hier, wir bumsen da. Tausend nackte Rossen auf dem Männerpissoir. Tausend nackte Rossen auf dem Männerpissoir. Ist hier
richtig? Ja, ist egal. Vielleicht kannst du deinen Hund den Köder kurz mal pinkeln lassen, dann gehe ich auch einen Strahl wegstellen. Aber warte, wir gehen bei Burger King pinkeln, oder? Irgendetwas stimmt hier nicht. Es war furchtbar. An ihrer Stelle hätte ich dem eine reingehauen. Ganz übel.